Zu Beginn des großen Theatergipfels in Schwerin am Freitag werden um Punkt 18 Uhr Menschen vor allen Theatern MV Lichter anzünden, um damit gegen die Theaterpolitik des Landes zu protestieren. Darüber haben die Vertreter der Theatervördervereine aus Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in der Landespressekonferenz informiert. In der Landeshauptstadt jedoch werden keine Lichter brennen. Protestaktionen sind hier unerwünscht. Schwerin ist ja sowieso eine etwas exzentrische Landeshauptstadt. Man muss von überall hin immer sehr weit fahren, bis man nach Schwerin kommt. Und genau dasselbe ist beim Theater auch der Fall. Von Schwerin beginnend weiter nach Osten wird die Situation der Theater immer schwieriger, gerade was auch die Beziehungen zum Land angeht, was die Beziehungen zum Kultusministerium angeht. Vor allem im Vergleich zum Brennpunkt Rostock hat sich die Situation um das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin wieder beruhigt. Beim hiesigen Musentempel wird diese Atempause offenbar hoch geschätzt. Wir befinden uns im Gespräch mit der Landesregierung auf einem nach unserer Einschätzung guten Weg in eine gesicherte Zukunft. Wenn das Land in die Trägerschaft einsteigt, sehen wir hoffnungsvoll in die nächsten Jahre und dann vielleicht auch Jahrzehnte. Deswegen war für uns diese Frage nicht besonders aktuell. Wir wollten auch nicht zusätzlich noch eine konfrontäre Situation zu dem jetzigen Konsens, der in Schwerin ja zwischen Stadt, Land, Theater und Theatervördervereinen herrscht, herstellen. Es wird erwartet, dass der Kultusminister Matthias Brotkorb am Freitag seinen bisher geheim gehaltenen Reformplan Ost beim Theatergipfel präsentiert. Darin werden, wie üblich, drastische Sparmaßnahmen vermutet.